Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum kleinen Finale. Ausgerechnet heute. Eieiei, der Auftrag hätte nicht schlechter sein können. Aber wir müssen im kleinen Finale mal was rocken jetzt. Streng dich heute an. Zeig, was du kannst. Alles ist noch im Rahmen. Es tut zwar weh, aber mit dem Fehler war es heute nicht ganz zu rocken. Das ist nur das kleine Finale. Das ist das B-Finale. Mit dem kaputten Reifen konnten wir es dann im Menü nicht mehr rocken. Autos innen und außen. Geht mit der Ruhe. Auto innen. Jetzt war eigentlich aber keine Ruhe, keine Rücksicht auf meine Kollegen. Ich glaube nicht, dass es hier die 25 WM-Punkte gibt. Ja, wir sind jetzt im Halbfinale ausgeschieden. Das ist es halt, ne? Heute machen wir aber hier die Triple Crown und den Land Rush durch. Machen wir fertig. Moment, ich muss mich gerade mal ein bisschen... Ja, ist doch laut genug. Wir machen es heute komplett fertig. Will alles gerade nicht so, wie ich das will. Leichte technische Schwierigkeiten zwischendurch. Aber jetzt. Dann müssen wir es halt tatsächlich im nächsten Rennen. Ich hoffe, dass wir es tatsächlich irgendwie noch gewinnen können. Sonst muss ich die Assi-Schiene fahren. Und zwar die richtige Assi-Schiene. So, Runde 3. Ich glaube, unser Quadrant ist tatsächlich auch ausgeschieden. Ich stehe nämlich immer dann auf 6. Der hat ihn tatsächlich auch schon im Halbfinale erwischt. Das ist auch nur ein Leihauto. Das ist nicht mein eigenes. Gott sei Dank muss man keine Karts fahren. Und damit kam ich ja noch weniger zurecht, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. 14 gewonnen. Also, den kleinen Verlust aus der letzten Runde mal wieder gut gemacht. Das sollte man aufpassen. Genau das meine ich. Plötzlich bricht die Karre ein bisschen aus. Ja, ich bin auch so nicht gut durch die Kurve, durch die Runde gekommen. Ich wäre schön, wenn man sich das kleine Halbfinale auch noch ein paar Punkte mitnehmen kann, aber ich glaube, die ganzen großen Punkte gibt es nicht. So, jetzt geht's in die letzte Runde. Letzte Runde, greif weiter an. Da freue ich mich schon, wenn es dann übernächste Woche nicht mit Speed Heat wahrscheinlich losgeht. Aufpassen. Zumindest mal wieder Platz 1. Gut gefahren, großartig. Das reicht aber wahrscheinlich nicht, um hier die dicken Punkte rauszunehmen. Nee, nee. Aber ein 9. Ja, das war halt durch das Aus.
Wir fahren nur für ein paar Punkte ein. Ja, Katastrophenrennen, definitiv. So, wie viele sind wir momentan? Wir sind auch immer noch erst, okay. Das ist okay. In der Gesamtwertung. Gut, und dann geht's heute ins allerletzte Rennen. Nevada, da dürfen wir uns nochmal so eine Klatsche erlauben. Weil den Gesamtsieg wollen wir ja natürlich mit nach Hause nehmen, ne? So, heute wieder mal ein gutes Ergebnis, komm. Jetzt bloß nicht nochmal so eine Klatsche. Gut, es geht gleich los. Konzentrier dich. So, bloß nicht nochmal so eine Packung jetzt kassieren. So, Gott sei Dank ist es jetzt ein bisschen besser, gelaufen als eben. Wir wollen jetzt ins Finale, wir wollen wieder Punkte holen. Nur 14 Punkte aus dem letzten Rennen mitgenommen. War Platz 9. Dann Gott sei Dank konnten wir da zumindest das B-Finale gewinnen. Aber es ist alles okay, wir sind immer noch Erster. Nur dürfen wir uns heute definitiv keine Packung erlauben, sonst sind wir den ersten Platz los. Ein Negativausrutscher. Ja gut, wir waren dann, wie gesagt, durch den blöden Reifenschaden, ne? Nach der Kollision, damit war das Thema eh schon gegessen und die 4 Sekunden dann noch. Ich glaube, dass wir ohne den Reifenschaden ins Finale auch gekommen wären. Also bitte ohne die 4 Sekunden halt, ne? Aber gut, das passiert halt manchmal. Gut, abhacken, nach vorne schauen. Wir fahren heute Nevada. Das vorletzte. Das vorletzte Rennen hier beim Landwash aus Dirt 4. Und das nächste Rennen heißt Rallycross. Letzte Rennen. Letzte Runde, Entschuldigung. Und dann sind wir schon durch für heute. Also nicht für heute, sondern dann haben wir noch das Finale. Das große Finale. Hoffentlich. Wir sehen natürlich der Packung nach dem schlechten Ergebnis. Jetzt wieder ein bisschen unter Zugzwang. Aber wir sollten es ohne Probleme hinkriegen. Jawohl, wir sind im Finale auf jeden Fall. Das ist der erste Platz. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Hauptsache, wir sind im Finale dabei. Und jetzt geht es um die großen Punkte. Letzte Rennen. Leg einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. So. 6 Runden stehen jetzt an hier.
So, ich konzentriere mich auch wieder nur auf mein eigenes Rennen. Weil der große Rival momentan auf 5, 6. Und so weiter der zurückfällt, umso besser ist es für uns. Und sogar auf 7. Ah, 6 Runden, wie gesagt, stehen heute an. 46 Sekunden pro Runde. Das ist besser als mit 11 Minuten oder so in diesen Rally-Dingern, aber den haben wir ja schon abgearbeitet. Da haben wir nur ein Ding verkackt, genauso wie hier auch. Beim Rally selber haben wir ja Schweden verkackt, ziemlich böse. Ne, Spanien war es so, die Umschauung. Und hier haben wir das letzte Rennen einfach schlichtweg mal uns ein bisschen kaputt gemacht, aber alles im Rahmen am Ende. Haben wir jetzt hier die Gesamtwertung, da haben wir es bei anderen sowas in der Rallye geschafft und da werden wir es wahrscheinlich jetzt auch im Landwash gewinnen. Ne, 0,00, 2 Sekunden haben wir jetzt Vorsprung. Oh, genau das ist es, was ich meine, diese Unun. Ja, das war's. Genau das meine ich, einfach dieses Unnötige. Du führst souverän, du führst wirklich souverän. Und machst es dir einfach durch irgendeine unnötige Aktion einfach kaputt. Du hast in dieser Runde 3 Plätze verloren. Ja, ja, klar. Ich will mich wieder vorne reinsetzen jetzt. Lass dich nicht ablenken und konzentriere dich. Aussehen. Genau, das meine ich. Und da rutscht mir einer das will noch innen durch. Aber wir sind wieder vorne. Wir sind wieder Erster. Das ist alles das Wichtigste. Gott sei Dank waren es nur. Jetzt haben wir uns nur die, was so ein kleiner Überschlag und nichts weiter Dramatisches. Kein Reifenschaden oder so. Die letzte Runde der Land Rush. Wir müssen es noch mal ein bisschen genießen und dann geht es nächste Woche in den Valley Course und dann sind wir durch mit 4. Und ich hätte nicht erwartet, dass wir hier bei fast 140 Folgen sind. Und danach geht's los mit Need for Speed Heat. Das war's. Yes! Wir sind durch. In Ordnung. Schließ damit ab und mach weiter. Bitte was? Dritter nur? Wofür? Ach, wir haben scheiß 4 Sekunden Zeitstrafe, ne? Oh, leck mich doch am Arsch. Mach dir mir echt durch diese scheiß 4 Sekunden am Ende das Ding kaputt. Endplatzierung sogar Dritter. Durch diesen unnötigen Fehler mache ich mir das komplette Rennen kaputt. Mache ich mir das komplette Ding kaputt. Oder sind wir sogar noch, Erster? Oh Gott sei Dank, wir nehmen einen Meisterschaftsrückblick. Das ist okay. Das 134 Punkte. Ja gut, naja, alles gut. Das ist alles okay. Wir haben zwar das letzte Rennen, jetzt mein Rennen verkackt, ziemlich böse mit Platz 9, Platz 3, aber wir haben es trotzdem am Ende souverän geholt. Das ist das Allerwichtigste.
Wir haben den Landrush gewonnen. Wir haben das Ding gewonnen. Alles andere ist mir gerade herzlich egal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem letzten Teil. Und zwar neben Rallycross. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.